Versteckt. Weit ab vom Schuss. Aha. Dann sind da gar keine anderen Leute. Andere Jugendliche, meine ich. Nee. Telefon? Nee. Aber Fernseher? Klar, klar, gibt es einen Fernseher. Aber kein Kabel. Na gut. Du und ich. Wie wir es gesagt hatten. Gut. Und wie weit noch in Kilometern? Das weiß ich nicht. Du weißt den Weg dahin nicht. Klar, ich weiß, wie man da hinkommt. Ich weiß nur nicht, wie lange es genau dauert, wie viele Stunden oder so. Ja, dann schätz doch mal. Nein. Komm bitte. Ich will nicht, dass du dich aufregst, wenn ich daneben liege. Wenn ich eine Zahl sage, dann schaust du die ganze Zeit auf die Uhr und nagelst mich darauf fest. Gar nicht. Doch. Mach ich nicht, versprochen. Sicher? Mhm, ganz sicher. Sag schon. Naja, vielleicht noch so knapp einen Tag. Noch so 20 Stunden oder so. Cool. So in etwa. Ungefähr jedenfalls. Pi mal Daumen. Das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, habe ich dir ja gesagt. Weniger als wir schon hinter uns haben. Wenn man sich ans Tempolimit hält. Was wir auch tun sollten. Was wir auch tun. Immer schön die Regeln befolgen. Wie ich es dir in Verkehrserziehung beigebracht habe. Ja. Man will sich doch immer anpassen. Immer? Meistens, ja. Ist doch nicht nötig, aufzufallen. Oder eine Schau abzuziehen. Ah, das kannst du anderen Leuten überlassen. Den extrovertierten Typen oder so. Das bin ich doch auch. Ja, schon, aber nicht so. Du ziehst keine Schau ab oder sowas. Nein, stimmt. Ich bin keine Tussi. Ja, genau. Die kann ich nicht leiden, diese sieh mich an Sorte Mädchen. So bin ich nicht. Das weiß ich doch, weiß ich. Mir gefällt, wie du bist. Wirklich? Sicher. Hab ich dir auch gesagt? Stimmt. Na dann. Da vorne kommt ein Burger King. Wir stattdessen dahin. McDonald's mag ich lieber. Gut, wenn ich eine sehe, halte ich an. Okay. Vielleicht ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Bloß bis einer kommt. Ja, mach das. Ein bisschen schlafen. Ja. Weck mich. Genau, genau. Ich weck dich. Du, kann ich deine Hand halten? Nur so beim Fahren, meine ich. Denk schon. Ist das in Ordnung? Klar. Meinetwegen auch nur einen Finger. Mein Finger und dein Finger. Hier auf dem Sitz. Denk schon. Wenn du willst. Ich will. Warum? Nur so. Meine Finger sind aber ein bisschen verschwitzt. Kein Problem. Ich will trotzdem. Ich will sie gerne halten. Wirklich? Na gut.
Was? Nix. Nein, im Ernst. Was ist los? Ich will nur... Sonst will ich gar nichts wissen. Was? Dass ich... Ich... Dass du mich da nicht nur einfach absorbieren willst. Ich? Also, das will ich nicht, nein. Also geht's nicht darum, ja? Du sagst klipp und klar, nein. Ja, ich meine, nein, wirklich nicht. Was jetzt? Ich will das nicht. Was willst du nicht? Eindeutig. Na? Dich abservieren. Willst du nicht? Überhaupt nicht. Okay. Gut, danke. Gern geschehen. Ich meine... Nur weil die Leute deshalb da rauskommen. Normalerweise darauf. Ach so? Ja. Ja, entweder deswegen... Oder zum Schmusen. Eins von beiden, meistens. Cool. Irgendwie interessant. Das wusste ich gar nicht. Tja, ist aber so. Und? Was? Willst du? Ach so. Sicher, klar, doch. Knutschen wir halt ein bisschen. Das ist nett. Ja? Genug? Ah, ja. Das ist gut. Hat sich gut angefühlt? Echt okay. Mehr als das. Wie viel mehr? So viel. Das ist aber viel. Ja, so viel war es aber. Es war so viel besser als gut. Toll. Hey, toll habe ich nicht gesagt. Halt den Mund, du bist echt komisch. Ach nein, nicht sehr. Blöd komisch, das bist du. Yep. Sehr schöner Ort. So still. Ja.